So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich mache dieses Video in der Pause, die ich eigentlich machen will und tue. Und ihr werdet das Video sehen, wenn ich zurückkomme. Wenn ich nicht zurückkomme, dann kriegt eine Person das persönlich einfach gebastelt und für diese Person. Und diese Person unterstützt mich jetzt schon seit Wochen und Monaten extrem krass. Und als ich das gerade eben gesehen habe, ist mir so ein bisschen das Herz stehen geblieben vor Freude und vor Gerührtheit. Und ich muss, also die Leute machen sich da teilweise immer noch ein bisschen drüber lustig über mein 1000 Abonnenten-Special, wo ich mittendrin anfange zu weinen. Das ist mir hin und wieder mal passiert, das kann hier auch passieren. Ich weiß nicht, ob ich ihn zeigen darf, ich zeige ihn jetzt einfach mal. Und zwar hat der gute Fabi mir einen Brief geschrieben. Und zwar, frohe Weihnachten, lieber Marc. Mit Traurigkeit und sehr viel Bedauern habe ich deinen Post bei Insta und YouTube gesehen, dass du aus persönlichen Gründen in den nächsten Wochen oder Monaten, hoffentlich nicht länger, eine Pause in den sozialen Medien machst. Deine Gründe kann ich sehr gut nachvollziehen und es ist wichtig, dass du dir die Auszeit nimmst, deine Gedanken zu ordnen. Dankeschön. Ich habe dafür sehr viel Zuspruch bekommen, deswegen auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Neben den ganzen Openings und der Werbung, die du für mich in den Social-Media-Kanälen auf deinem Kanal machst, hast du ein offenes Ohr für mich. Und wenn ich Fragen habe, hatte dich um deine Meinung gebeten habe, hast du dir Zeit genommen und mir Antwort gegeben. Natürlich, das mache ich immer und überall. Die Leute, die mir sonst irgendwie so schreiben, die kennen das, die wissen das. So, hey, ich antworte immer, ich schreibe ganz viel zurück und versuche immer zu erklären und zu helfen, wo ich nur kann. Dafür möchte ich dir herzlich danken. Ich hoffe, die Lust und Laune auf das geilste Kartenspiel der Welt wird dich nicht für immer verlassen. Damit dir diese Entscheidung möglichst schwer fällt, möchte ich dir die Zeit bis Weihnachten versüßen. Bleib so, wie du bist, lass dich nicht unterkriegen, du wirst am Ende gestärkt zurückkommen. Bis dahin. Ja, vielen, vielen Dank, Fabi. Wirklich vielen, vielen Dank. Das ist richtig auch direkt an dich. Das ist Wahnsinn. Das ist, wie gesagt, viele Leute haben mir geschrieben, viele Leute haben mir Support angeboten, alles und so fort. Du machst schon so viel für meinen Channel, für meine Community, für alle, die wir hier sind. Und das ist schon krass. Deswegen vielen, vielen Dank. Was der Fabi gemacht hat, ist, er hat mir ab dem 5., weil das war der Tag, wo ich das, glaube ich, gepostet habe, nicht ganz. Sonntag war der. Sekunde, ich guck's nach. Sonntag war der 3. Und dann hat er sich am 5. wahrscheinlich hingesetzt und gesagt, hey, das mache ich jetzt. Oder so. Wenn man es Montag verschickt, ist es am 5. da. Es kam heute an. Und das ist ein Adventskalender. Und ich würde euch gerne mit auf diese Reise nehmen. Ich würde euch gerne mit auf diesen Adventskalender nehmen. Und würde dafür das Ganze wieder als Werbung nutzen für den lieben Fabi. Wenn das Video nur für dich ist, Fabi, weil ich nicht mehr auf Social Media zurückkomme, dann weiß bitte, dass ich das an dich gedacht habe. Für alle anderen, wenn ihr das Video seht, guckt mal bitte auf Instagram. Schaut unten in der Videobeschreibung, da ist alles da. Instagram und Cardmarket beim lieben Fabi vorbei. Wahnsinnig netter Kerl. Er hat so viel Liebe und so viel Gutes einfach verdient. Das ist der Wahnsinn. Was ich hiermit machen werde, ist, ich werde gleich schon die Türchen öffnen. Wir haben jetzt heute den 7. Die Türchen werde ich öffnen. Die anderen Türchen werde ich nicht öffnen. Ich werde daraus Short-Videos machen, wie ich es öffne. Oder irgendwie, wenn ich mal doch wieder hier bin und nochmal wirklich Muse habe, alles anzumachen und was aufzunehmen, werde ich dann nochmal paar von den Packs aufmachen, wenn ich sie gerade nicht dabei hatte oder so. Und das werde ich euch alles hintereinander schneiden. Das heißt, ihr habt jetzt ein ganz wildes Auseinander aus irgendwelchen Hochkant-Video-Formaten, wo ich gerade irgendwo unterwegs bin und gerade einen Booster cracke, weil ich gerade am, keine Ahnung, 14. irgendwo unterwegs bin oder am 22. oder sonst was bin. Und ihr werdet da ein ganz wildes Video rausbekommen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wenn nicht, und wie gesagt, wenn es nicht rauskommt, dann hoffe ich wenigstens, Fabi Spaß hat. Dementsprechend gucken wir mal rein. Türchen Nummer 5. Alles hier in so Papier eingewickelt. So Papptüten. Was ist das denn? Ui, Dominaria Remastered. Draft Booster. Machen wir mal ein paar Booster auf.
Es wird ein lustiges Video, denke ich. Es wird ein ganz, ganz lustiges Video. Wir gehen hierbei aber immer ein bisschen schneller. Oh, Heidheit. Richtig hübsche Karte. Oh mein Gott. Sehr, sehr cool. Wird auch sehr, sehr schön gespielt. Kann man sehr cool spielen. Die habe ich früher gespielt. Elvish Aberration war damals eine absolute Wahnsinnskarte. Deep Analysis spiele ich teilweise immer noch im Legacy. White Man Line ist ganz cool. Amber Beast ist auch nicht schlecht. Fact of Fiction, eine sehr coole Commander-Karte, by the way. Sollte man öfter spielen. Flammtunkabu war in dem Champion-Deck von dem guten Brian Kibler drin. Und deswegen habe ich die Karte geliebt. Und ich bin so ein kleiner Fanboy von Brian Kibler. Last Chance. Das Booster passt ja perfekt. Gimpal Incinerator, Island und ein Konstrukt. 0-0 Konstrukt. Ja, Last Chance, sehr cool. Was mir das sagen soll. Jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass hier das gestackte Booster sind. So ein bisschen. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Der Mann ist so verrückt. Also das hat er mir einfach zugeschickt und geschenkt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen soll, teilweise. Puh. Ich bin stark. Ich fange nicht an zu weinen. Das ist ein Kaltheim Collector Booster. Das Metal Set. Ein sehr, sehr cooles Booster Set. Wirklich sehr, sehr cool. Gucken wir uns das mal an. Root of Wisdom. Ah, das Longboat. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Sehr hübsche Karte. Finn, immer noch tatsächlich eine sehr beliebte Karte, was gespielt wird. Snowcovered Island, Ebene, was ist das? Island. Sootland Flinger ist ein Giant Berserker. Man kann andere Kreaturen opfern, wenn er angreift. Nicht schlecht. Die Valkyrie, eine wunderschöne Valkyrie. 4 Mana 4-3 Lifelink ist sogar richtig stark. Kosmos Elixier. Okay, die ist auch zwischenzeitlich mal was wert gewesen. Ich weiß nicht, wie sie aktuell ist. Nochmal Finn in seinem anderen Artwork. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das Artwork von Kaltheim war einfach der Wahnsinn. Es war einfach cool. Dann haben wir einen Realm Eater. 333 ist eine sehr coole Tenacious Deed praktisch. Dann haben wir den King of Betrayed. Navith Betrayed King. 5x4-3 mit Snow und Zombie Support. Und. What? Das sind Wurinklecks. In voll. Monstrous Rider. Der ist nicht, leider nicht in Phyrexianisch, dann wäre er noch übertriebener. Aber er ist in dem Treatment und. Ui. Tür Nummer 7. Wie gesagt, wir haben heute den 7. Dementsprechend ist das heute unser aktueller Tagestürchen. Ich bin jetzt schon so hart. Oh, Draft Booster, Crimson Vow. Sehr cool. So. Gucken wir uns das Booster mal an. Heron of Hope. Anger. Mulch. Tatsächlich coole Karte. Wird manchmal im Lands gespielt. Toxic Skorpion. Cloak Cadet. Wash Away ist eine sehr starke Commander-Karte. Weil man damit einfach einen Commander countern kann. Jeden Commander. Green Shackle Geist, 3x3-1, zu Beginn des Commits darf man eine Kreatur tappen oder eine Kreatur enttappt nicht. Sehr cool. Island, Zombie und ein Dingland. Wird er im Spirits gespielt? Ich habe keine Ahnung. Wir haben Tag Nummer 7 rum. Jetzt kommt Tag Nummer 8 in einem anderen Video oder in einem anderen Zusammenschnitt mit 9, 10, 11 und so weiter und so fort. Ja, halt mal. Ja. Tüten Nummer 8, Freunde. Diese Tüten. Zendika Rising Draft Booster. Probier das mal so, dass man es in der Kamera sieht. Dip. Broken Wings ist tatsächlich cool. Stimmt, die waren hier drin. Diese komischen Artworks. Und. Oh! Pathway. Grün-Weiß. Dran an voll. Cool, danke. Ich hab Bock, einen Booster aufzumachen. Nummer 9. Gucken wir uns an, was wir Nummer 9 haben. Hoffentlich irgendwas Cooles. Oh, ich sehe schon New Capenna. Der New Capenna.
Schnuckerpenner Draft Booster. Sehr, sehr cool. Daran merkt ihr, dass ich eine Menge Booster aufgemacht habe. Ich kann Booster mit einer Hand öffnen. So. Kennt ihr das, wenn ihr beim Autofahren einfach mittendrin denkt, ich muss anhalten und Booster öffnen? Immer einen Booster im Auto haben. So, was haben wir denn? Blub. Irgendwas Cooles. Geil. Was sehr, sehr Cooles. Wow. Weihnachtskalender. Ich habe euch gesagt, ich versuche euch immer wieder an anderen Orten einen Boost aufzumachen. Das habe ich die letzten paar Tage nicht geschafft. Deswegen gehen wir jetzt hier durch und gucken uns das mal an. Also ich hoffe, mit den anderen kriege ich es besser hin. Ich hoffe es. Wir haben Zendikar Rising Draft Booster. Gucken wir mal rein. In der Nummer 10 ein Rising Draft Booster. Bisher haben wir echt krassen Stuff gezogen. Deshalb, ja, Emiria's Call spiele ich tatsächlich immer noch im Legacy. Gute Karte. Vielen Dank. Die 11. Ich rausche da jetzt so ein bisschen durch, weil ich halt die Tage immer wieder nicht so die Zeit habe. Infinity. Oh mein Gott, Infinity. Ich brauche noch den Goblin für den Sticker. Den Sticker-Goblin. Gucken, was wir ziehen können. Hattrick, Deputy Lieutenant, gute Karte. Parkmap. Kann ich nicht spielen, verdammt. Der Osaurus. Goblin Blastonauts. Die kann man ja spielen. Legendary Elephant Mouse Performer. Kann mir bitte jemand sagen, ob da jemand ein Commander Deck schon drum gebaut hat? Killer. Ein Swamp. Kostüm. Bla bla bla. Killer Cosplay. ich weiß immer noch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wie gesagt, ich renne jetzt so ein bisschen durch, damit das Video auch irgendwann ein Ende hat. Noch ein Draft Booster. Damals noch mit unterschiedlichem Artworks, was ich sehr, sehr cool fand. Das haben wir ja bei den Set Boostern nie gehabt. Und bei den Playboostern habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Gucken wir, was wir haben. Der ist gut. Shadow Verdict. Man exiliert alles mit 3 oder weniger, oder? Ja. Habe ich tatsächlich schon gesehen. Im Pioneer, in einem Control Deck. Fand ich ganz spannend. So, weiter. Das ist ein Brothers War? Brothers War. Draft Booster. Da habe ich jetzt gelernt, gibt es eine teure Karte drin. Das Phyrexian Gate oder Gate to Phyrexia? Nee, Phyrexian Gate oder Phyrexian irgendwas. Das kostet ja fast 20 Euro. Da ist wirklich eine teure Karte drin, was ich sehr weird finde. Der ist es nicht. Siege Veteran mit besonders 1 Marken und Soldier Support. Not bad. Das war die Nummer 13, wir gehen Nummer 14. What? Dragon's Maze. Wo hast du denn die aufgetrieben? Geil. Passend zu Ravnica Remastered, das wir im Januar feiern werden. Ein Dragon's Maze Booster. What? Da bin ich jetzt gespannt. Maze Rusher. Riot, Windrake, Sin Collector, War Leader, Gaze. Tatsächlich sogar eine gut gespielte Karte. Und? Es riecht ganz anders. Die alten Karten riechen einfach besser. Draft Booster, New Capenna. Am 15, den wir heute haben. Gucken wir mal rein. Chromecat. Und der Warchief. Der macht einen 4-4 Rhino. Not bad. Nochmal vielen Dank. So, wir hatten gerade FNM und wir haben den 16. Machen wir jetzt mal auf. Gucken, was wir haben. Booster ist ein Zendikar Rising. Sekunde. Dreh das einmal.
Von Emma übrigens großartig. Ganz, ganz viele coole, coole Menschen getroffen. Wir haben Nimble irgendwas und kann nicht immer eine positive sein. Gucken, was morgen drin ist. Wir haben den 17. Also machen wir der 17. Booster auf. Es wirkt nicht wie ein Booster, wenn ich ehrlich bin. Sieht auch nicht aus wie ein Booster. Das ist Jim Janik. Und zwar ist es das Inner Sleeves oder Outer Sleeves? Soft Sleeves. Die kann ich gebrauchen, tatsächlich. Mega. Aktuell habe ich nicht aufgeräumt, aber wir haben den 18. Und bevor ich jetzt aufräume, machen wir das Booster auf. Oder was auch immer in diesem 18. Türchen drin ist. Ab. Zendikar Rising. Ja, schwierig, da übrigens. Da unten so ein Maudi-Karton, da gehen übrigens ganz viele Karten rein. Großartig, gehen wir mal hin. Na. Eine Hand, echt schwierig. Das nächste Mal, da ist übrigens mein Stativ für meine Kamera. So. Was haben wir? Valakut Exploration. Die ist sogar cool. Die wird sogar richtig oft gespielt. Ja, mega. Mega. So, Leute, ihr seht's. Ich habe ein T-Shirt von Sabito Selli an. Eisheilige Nächte stehen mir vor. In Dortmund. Und da fahre ich heute hin und meine Kamera ist schief. Egal. So oder so, da fahre ich heute hin und dann ist mir aufgefallen, hey, dir fehlen ja noch ein paar von den letzten Türchen und die machen wir jetzt gemeinsam auf. Ich habe es jetzt nicht geschafft, die letzten 2-3 Tage durch. Sehr viel Stress und sehr viele Probleme, die auf mich zugekommen sind, das zu öffnen. Dementsprechend machen wir heute Pakete Nummer 19 auf. Phyrexia Draftbooster. Immer noch sehr cool. Mag ich tatsächlich das Set immer noch sehr. Da haben wir... man hört im Hintergrund sogar noch meine Spülmaschine, das tut mir ein bisschen leid. Oh, Red King, sehr cool. Dann haben wir der 20, ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Ihr seid jetzt ein bisschen gewohnt, dass ich so alles random mache. Ui, 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 ui. March of the Machine Set Booster in der 20. Talia? Wenn eine Talia drin ist, verlose ich die. Ganz einfach. Machen wir es einfach. Swamp and Foil. Dusk Legion und ein Ding. Schade. Hätte ich verlost. Wäre die voll gewesen. Voll doof. 21. Türchen 21. Und damit der heutige Tag. Morgen. Der gestrige Tag. Heute, das mache ich hoffentlich auf dem Konzert. Ich fände das sau cool, auf dem Konzert das aufzumachen. Beziehungsweise auf dem Markt. Dementsprechend. Zendikar Rising. Dementsprechend freue ich mich da so ein bisschen drauf, in Dortmund auf dem Markt ein Booster zu öffnen für euch von diesem großartigen Adventskalender-Gedöns. Aaron of Emmerich, sehr, sehr cool. Archon of Emmerich, sehr, sehr gute Karte. Auch hier der Expert, gar nicht mal so günstig tatsächlich. Sehr cool. Wir sehen uns hoffentlich gleich auf dem Markt, ansonsten im Hotel. So, ich bin gerade vom Capital Valley Konzert da und das wollte ich eigentlich auf dem MPS-Markt aufmachen, aber es war stockeduster und zwar im Regnen. Dementsprechend in diesem wunderschönen Hotelzimmer. Guck mal an, was wir haben. Zendikar Rising Draftbooster. Nummer 22, glaube ich. Zendikar Rising Draftbooster. Und. Ab. Wir haben. Yashan. Yashan ist sogar ziemlich cool, tatsächlich. Ja, mega. Guck mal, was wir morgen drin haben. Booster 23, wir sind immer noch im Hotelzimmer, aber wir haben mittlerweile nach 0 Uhr, dementsprechend darf ich Nummer 23 aufmachen. Ich glaube, es sind die Regeln. Ein Tag vor Weihnachten und es ist Technikoria-Booster. Guck mal, was in Koria drin ist. Ein schönes Triom oder so wäre natürlich nett. Guck mal, was wir haben. Und zwar... Trium. Mega!
Geil. Gucken, was wir morgen haben im 24. Türchen, dem letzten Türchen. So, Leute. Nummer 24, Tag Nummer 24. Der letzte Tag für den Kalender. Nochmal vielen, vielen Dank an den lieben Liplab für die 24 Tage, die du mich begleitet hast. Fast 24 Tage. Wir nennen es Adventskalender. Vielen Dank dafür, vielen Dank für das Geschenk. Das ist immer noch Wahnsinn für mich. Und der liebe Brief ist mir bis heute jetzt 19 Tage später praktisch in Erinnerung geblieben. Und oh mein Gott. In der 24 haben wir ein Kamigawa Neon Dynasty Collector Booster. Sollte da der rote Hidezuge drin sein, bekommst du den zugeschickt, keine Sorge. Gucken wir mal rein. Ich bin sehr... sehr gespannt. Weil, immer wieder geil. Also das Set ist halt immer noch eins der coolsten Sets überhaupt. Und ja, gucken wir mal rein. Tamio Safekeeping, Artificer, Silencer, wunderschöne Länder. Ich finde die wirklich wunderschön. Die Samurai, mehr Samurai. Ah, bisher nicht so krass. Oh, Lizard Blades sind cool. Akolyt, auch sehr cool. Sokenzahn, wird tatsächlich, die werden ja alle gespielt, die ganzen Länder. Mirrorbox, die wurde tatsächlich zwischenzeitlich mal echt hochgehypt. Und March of the Wrenched Sorrow. Sehr, sehr cool. Damit beenden wir diesen Run. Und ja, wie ihr merkt, ich mache wieder Videos. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bei mir abonnieren. Ihr könnt, wenn ihr mir entfollowed seid, überall, weil ich keine Videos mehr mache, wieder followen. Wieder followen, das ist wichtig. Und guckt mal beim lieben Lipper vorbei. Das ist ein Herzensmensch. Und davon brauchen wir viel, viel mehr in Magic. Ich kann nichts anderes sagen, außer ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Black Seed. Ciao, ciao.